Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Cyberpunk-Let's Plays. Ich habe unnormal Bock und wir werden für einen Cyberpsycho gehen. Darauf habe ich noch mehr Bock. Ne? Ich habe einfach nur Bock aus allen Welten, in allen Welten, mit allen möglichen... Alter, das ist ja hier... Ne? Kann ich da rüber irgendwie und da dann runter? Na, nee. Sieht nicht so aus, als könnte man hier irgendwo cool runter, gell? Muss ich da jetzt echt komplett außen rum, als ob, oder? Vielleicht komme ich da rüber. Ja, oder? Oh. Ja, aber läuft. Ne? Alles gut. So macht man das, Leute. So nicht anders hier, ne? Okay, gehen wir mal da noch. Oh, stark. Guck mal, da drüben geht auch was. Easy. Guck mal da mal noch rein, ha? Ich glaube, das wird witzig. Ich durchlöcher dich, Bitch! Na? Keine Gnade! Mhm. Die ist weg vom Fenster. Dann war hier nochmal irgendjemand. Mit einem... Wer seid ihr denn? Der hat die Stecken. Du bist Magenfutter! Ich glaub's ja nicht. Oh. Oh, Junge. Oh, das war ja richtig dreckig von mir, yo. Oh, shit. Fuck, lande da. Mhm, macht das. Ich gebe euch hier mal eine Rauchgranate, guck mal. Okay, wie verfahren wir weiter? Schon mit dem Wurfmesser, oder? Mhm, den hat er stecken. Oh, shit. Also der Hit hier war komplett gottlos. Das war, glaube ich, mit das Krasseste, was ich je gemacht habe, oder? Ein Geldsplitter. Kategorie 5, Alter. Ein paar Eddies mitgenommen hier. Na? Keine Gnade und so. Hat nicht so gut geklappt. Also sie war eine stämmige Dame. So, nehmen wir auch da alles mit. Genau, klasse. Und weiter geht's zu unserem Cyberpsycho. Alles klar. Schaut mal hier, da geht doch direkt nochmal was. Da geht ja richtig viel. Hier, guck mal. Ja, moin. Wie ist das, ha? Uiuiui, den hat er stecken. Wo ihr? Ah, das ist ja hier ein ganzes Dorf, oder? Aha, hier sind die Nächsten. Schlitz ich weg. Schneide ich drauf ein, wie wild geworden, ist ja klar. Mhm. Oh, goodness. Wo mehr von euch? Da ist noch jemand, guck mal. Ja, den hat er stecken. Ah, das war doch klasse, oder? So muss es doch laufen, Leute. Pass mal auf, den snipe ich von hier. Schade. Das war nochmal der gleiche. Oh, Junge. Oh, goodness. Junge, Junge, bin ich mit denen allen Schlitten gefahren. Die kriegen ja nur noch auf den Deckel. Okay, ja, ich würde sagen, das Gameplay wird besser, kann man sagen, oder? Finde ich, kann man schon sagen. Kann man mal sagen, hier. Doch, doch, das war schon geisteskrankes Gameplay. So lobe ich mir das. Ich glaube, wir können echt bald Dual Knife gehen, oder? Was sagt ihr? Zumindest bei nicht questgebundenen Sachen habe ich das Gefühl, Dual Knife können wir uns fast schon erlauben. Sag mal, kriege ich noch was, wenn ich die, wenn sie den Haken haben? Ah, nee, okay, die haben halt einfach ihre gelben Haken, aber das verschwindet dann, wenn ich da... Gehörst du da dazu eigentlich? Nicht? Okay. Ja, dann mache ich dem auch nichts, das ist ja klar, das wäre ja frech. So, hier. Ich muss auch sagen, mit dem Katana aus der Luft zu kommen. Oh, scheiße, das finde ich so cool.
Okay, und jetzt noch zu dem Cyberpsycho. Gucken wir mal, wie wir den auch aus dem Leben holen, oder? Bin da guter Dinge eigentlich. Oh yeah, guck mal, da gehen direkt noch mal ein paar. Ja, ich bin hier. Tja, weiß ich jetzt ja nicht, NPCs. Das lief nicht so gut für euch. Ah, da liegt eine Waffe. Die nehme ich natürlich mit. Ja, ja, Malaria, das spielt doch hier jetzt keine Rolle. Ha? Der Cyberpsycho, der spielt eine Rolle. Ja, hier kommen wir bestimmt noch ein Level ab, oder? Ja, nehme ich an. Wie? In der Nähe der Gym gibt es eine Passage, wo ständig Leute verschwinden. Mhm. Finde heraus, was da vor sich geht. Und verschwinde nicht selbst. Das wäre gut, ja. Gebiet feindlich. Die Unterführung, ja, ja, da bin ich gerade, guck mal. Okay, und was geht hier ab? Was geht hier ab? Der muss ja irgendwo chillen, oder? Und das beobachten oder so. Wer seid ihr? Relax dir einfach. NC-Bewohner Kai Clayton. Die scheinen damit mal nichts zu tun zu haben. Gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um, oder? Da sehe ich noch mal einige Gegner. Die nehme ich natürlich gerne aus dem Leben. Guck mal, direkt fangen wir mit dem da oben an, oder? Ja, die war, na, ist ein bisschen links am Köpfchen vorbeigeflogen. Schau mal so, oder? Bisschen höher, so, nee, so würde ich schon sagen. Nee, ist zu hoch, oder? Mann, dabei lief's Anfang der Episode so klasse. Na, dann komm. So, oder? Genau. Hey, falls du zuhörst. Deine Mutter ist eine Hure. Okay. Weiß ich ja nicht. Eigentlich ist meine Mutter voll cool, ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Ja, ja, ich bin dabei aufzuhören. Nein, nein! Nein! Warum ist da nur so ein Rattendraht? Das ist ganz schlecht, Leute. Der menschliche Körper verfügt über 5 bis 7 Liter Blut. Ja. Easy. Okay, ja, das war nicht so cool. Ich bin da voll gegen den Stacheldraht gesprungen. Und nicht gedacht, dass hier auf so einem kleinen Rattending irgendwie oben Stacheldraht drauf ist. Ist ja Quatsch. Hat er mich gerade tot entdeckt? Also auch Quatsch, gell? Wissen wir ja alle. Also ich würde wirklich sagen, das ist der häufigste Bug, den ich hier erlebe, oder? Dass die tot irgendwie noch lebendig angezeigt werden oder so ein Quatsch. Da weiß ich nicht, was los ist. Jetzt ist es leider mitten in der Episode passiert, Leute. Muss ich hier ein bisschen verschrotten. Hammer aber ruckzuck, da bin ich guter Dinge. Ja, die werden alle verschrottet. Na, da holen wir schön unsere Item-Komponenten raus und dann können wir vielleicht auch bald mal wieder unser Katana oder so verbessern, oder? Und ich würde behaupten, wir gehen wieder mit unserer altgehabten Waffe. Na, finde ich einfach am besten, Stand jetzt. Messer könnten wir mal sagen, ey, wir holen uns noch ein zweites Messer und werfen dann die ganze Zeit mit Messern rum. Das fände ich schon cool. Aber ich würde sagen, da holen wir uns dann was richtig Fettes. Das hier sieht doch ganz nett aus. Könnte man sich mal überlegen, wir behalten es einfach erstmal, oder? So, und dann können wir mal noch gucken. Itemherstellung, Upgrades. Messer-Nähhahn. Können wir das upgraden? Ja, geil. Sehr stark. Alter, mit 5 upgraden wir das einfach auf ikonisch. Ist ja gottlos. Und die hier können wir auch upgraden. Ja, perfekt. Rein da. Ja, unser Katana, das normale. Mhm, aber Skalpell leider nicht. Ich verstehe. Ja, unser Nähhahn ist jetzt 3 ikonisch, 3 plus, 3 plus, 3 plus, 3. Ja, doch, das ist doch cool. Das ist doch cool. So, wie sieht's hier aus? Da hinten haben wir noch ein bisschen Loot. Ja, und dann würde ich echt mal gerne noch wissen, wo besagter Cyberpsycho denn sein soll. Hm. Cyberpsycho? Finde den Cyberpsycho. Ich gebe mir größte Mühe. Nur nicht so leicht. Wo soll der denn sein? Cyberpsycho? Wo bist du? Vielleicht müsste ich da auch wieder das Tor hacken können, oder?
Vielleicht finde ich den, wenn ich hier nicht sneake. Hallo. Ich bin hier. Und ich weiß gar nicht, dass mich jeden Moment jemand verschleppen will. Oder so. Hä? Bin da. Waiting for you. Okay. Ja, wild. Vielleicht komme ich da irgendwie von oben rein oder so, ha? Huh? War hier nicht gerade noch was? Aha, da, guck mal, noch eine Pumpe. Naja. Wie zum Shit komme ich da hin? Hier liegt auf jeden Fall noch Stuff. Stark. Ein paar Eddies. War nicht da drüben noch der Typ? Genau. Moin. Guck mal. Dich nehme ich natürlich auch noch gerne aus. Aha. Ihn muss man machen, damit man das darf. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich ein Rätsel gewissermaßen, ha? Wie oder unter welchen Umständen macht der irgendwas mit mir? Gibt's hier irgendwelche Hinweise? Kiste. Lautsprecher. Was ist denn in der Kiste? Ach, das ist so eine Kiste. Automat. Mikrowelle. Ja, irgendwelche Dinge halt hier, gell? Bringt uns alles wenig. Da haben wir einen Werkzeugschrank, den wir noch ausplündern. Ja, noch ein paar Eddies drin. Ha. Ich will doch hier nur den Cyberpsycho machen. Finde den Cyber... Ja, ist gar nicht so easy, den zu finden, habe ich das Gefühl. Jumpen da jetzt mal nochmal hin, oder? Hier, guck mal, ich bin da. Verletzt und jung, nur mit einem Messer bewaffnet. Oh, bitte. Ne? Weiß, wie ich mein. Hol mich. Ach, ich kann da einfach öffnen. Ach so. Ja, ne? Dann finde ich den auch. Ne Drohne. Kann ich den nicht auch Korrosionsdamage machen? Ah, das habe ich noch nicht geskillt, oder? Easy. Dann war da nochmal irgendwo eine Can. Ja, moin. Oh, damn. Oh, damn, die gehen in die Luft. Das ist natürlich denkbar ungünstig für mich. Jetzt werde ich auch noch von dem Cyberpsycho zurückverfolgt. Wie es aussieht, hä? Gönnt euch mal, hä? Okay, gucken wir mal ein bisschen weiter hier, hä? Da bist du. Moin. Der Ben Rattenboy. Ja, gucken wir mal, wie es mit dem läuft, hä? Man kriegst noch einen Rattenfinisher, klar. Dann ein bisschen auf den Nacken und dann noch ein bisschen Thunderbistan-Action, hä? Guck mal, hol mal zwischendurch unser Messer raus. Kriegt er damit noch auf den Deckel. Ein Finisher in den Nacken. Nochmal ein Finisher und... wenn's weitergeht, hä? Huh? Wow, Cyberpunk 2077 ist abgekratzt. Wir haben einen anonymen Fehlerbericht erstellt, okay? Ja, schicke ich euch raus, Brüder, ne? Ja, oh nee. ja, dann hoffen wir mal, dass das letzte Savegame nicht allzu weit zurückliegt. Alter, Leute, ich sag's euch, ich habe heute Morgen schon Gothic aufgenommen. Ich lieb alles an diesem Spiel bis jetzt, allerdings ist halt hier und da auch mit Abstürzen oder na irgendwie passiert da Kacke, muss neu laden, solche Geschichten. Anders wild, wie lange ich hier heute schon sitze, für 6 Episoden. Das ist echt verrückt. Ich sitze hier einfach seit über 7 Stunden und hab erst 5 Episoden, mit der hier wären es dann 6. Na, wisst wie es ist. Wird geil. Früher oder später... bin ich fertig. Dann nur noch Schnitt und Upload. Ja, und dann läuft die Geschichte. Okay, geil. Mann, mittendrin und wir hatten den gerade so schön nackig gemacht. Der ist auf jeden Fall ein Witz, der Cyberpsycho. Jetzt weiß ich auch, wie man den findet und so. Ich denke, wir sind da ruckzuck wieder am Ort des Geschehens, oder? Hoffentlich. Hoffentlich. Hat das irgendwann mal gespeichert. Sonst zocke ich das natürlich schnell nochmal selbst nach und hole euch dann wieder ins Boot, sobald wir beim Ort des Geschehens sind.
Ja, moin und, ne, gestern Stromausfall, ich hab mir was gekocht. Nee, Spaß, war nur ein Burrito, den ich aus der Sofaritze gekratzt hab und so. Ja, ja, kenne ich alles. Hä? Okay, ja, moin. Hä? Was ist denn jetzt mit euch los? Okay. Ach, weil ich neu geladen habe, sind die respawned, oder wie? Ich kann im Sneaken hüpfen? Cool. Und schlitter dann sogar? Ist ja sick. Okay, ja, dann ab geht's da runter. Na, machen wir die Geschichte nochmal. Mir doch, Wayne. Mir doch absolut, Wayne. Wisst ihr, wie ich mein? So, like I care. Ah, stimmt, die Cams. Okay, ja, moin. Easy. Chillt mal, ihr werdet neutralisiert. Gefahr! Ich mach dich nackig, glaub mir. Da ist noch ein so ein Techie und dann ist schon Cyberpsycho-Action, oder? Ah, ist das er schon? Wir haben ihn schon ein bisschen gehittet. Ist ja verrückt, darf man ihn von hier? Darf man nicht, okay. Ja, komm, mach mal noch schnell weg. Ja, ja, chill mal. Wir leiten jetzt hier mal was ein. Da wirst du dich noch wundern, Ala. Ne? Mhm. Oh. Diesmal sehr viel mehr Damage bekommen als vorhin. Okay, ab in den Sandevistan, ha? Und ja, darf ich losfinishern? Danke. Mhm. Kriegst nochmal ein Knife ins Gesicht, oder? Genau. Dann gehen wir direkt in deinen Rücken rein. Schneiden von hier weiter. Führen nochmal einen Finisher durch. Dann gibt's mal wieder ein Messerchen ins Gesicht. Solche Geschichten, ha? Easy. Cool. Kurzschluss. Was war das? Irgendwas Wildes, oder? Ja, easy. Ja, durchsuche die Umgebung. Ja, guck mal, hier sind Eddies, Briefe, gefälschte Dokumente, solche Geschichten. Ja? Dann holen wir uns da vorne noch unseren Lila-Loot, das ist ja klar. Na, wo ist der? Da vorne, hoffentlich noch eine Komponente oder sowas. Ja, es sah gut aus. Ja? Du hast nix, alles klar. So, wo geht hier denn was? Da geht verschiedenes Zeug. Was liegt da? Ah, da liegt noch eine Waffe. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Ha. Huh. Jetzt haben wir hier. Ja, nochmal eine Waffe. Nehme ich ebenfalls mit. Okay, dann gucken wir uns mal um, ha? Huh? Suchen nach ein bisschen Informationen. Was haben wir da? Ein Radio. Das ist natürlich voller Informationen. Nur jucken die uns nicht, ha? Huh? Ah, was haben wir da? Computer. Das könnte doch gut sein, oder? Hast du Infos für mich? Ellies nehme ich mit. Ja, genau, das wollte ich nicht mitnehmen. Mist. Benutzen. Nachrichten. Ich steck voll in der Scheiße. Suche am Computer nach Informationen. Ja, easy, steck voll in der Scheiße, genau. Wisst man Bescheid, wie das eben immer läuft, so. Irgendwas, ne? Scheiße gebaut und so, genau. Dann würde ich sagen, schick mir Regina Jones die Nachricht. Hey, Regina, ne, die sind VDB, Netrunner und so, wollten sich wohl einen Namen machen. Ne? Und dann habe ich das geregelt. Sagt die, Alter, krass. Ne? Auch P, dass du bald 1000 Abos hast, richtig gestört. Wünscht sie mir einen herzlichen Glückwunsch. Okay, cool. Dann weiter geht's. Wir sind allerdings immer noch nicht Level Up, oder? Sind wir Level Up? Sind wir nicht. Ja, ja, wir brauchen noch... Hä? Wurde mir da nicht angezeigt, dass wir 13 haben und 14 brauchen? Hatte ich wegen irgendwas mehr Konstitution? Nicht, dass ich jetzt am Grinden bin und wir dann am Ende irgendwie nochmal einen Punkt brauchen oder so. Das wäre ja ultra unchillig, oder? Naja, wie dem auch sei. Dann gucken wir uns mal um. Was gibt's als nächstes für uns zu tun? Brauchen eine wichtige, fette Mission? Begib dich zur Kapelle. Weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, erstmal noch ein paar Nebenmissionen grinden.
Hier, sowas. Let's go. Okay, wo haben wir Services? Na, geh mal wieder dahin. Obwohl, der hier ist doch fast näher. Der ist safe näher. Easy. Dann schauen wir uns die Geschichte doch mal an. Vielleicht gibt es ja auf dem Weg noch mal ein bisschen was zu entdecken. Nenne ich es jetzt mal ganz brav. Ja, guck mal, hier gibt es doch was zu entdecken. Schau mal, mit denen entdecke ich jetzt ein paar Dinge und so und alle freuen sich und haben Spaß. Ja, das hat nicht gereicht, gell? Ah, du lebst ja noch. Ja. Wie es halt ab und zu mal läuft. Da war mehr als nur der Arm ab. Okay, haben hier noch mehr Leute Bock? Ja, Tatsache. Guck mal, das ist doch geil. Easy. Komm raus! Ja, ja. Ist der down? Jetzt ist er auf jeden Fall down. Stirb, stirb, stirb! Huiuiui, ne? Das war's schon wieder. Verrückt. Ja, mittlerweile läuft das doch tipptopp, oder? Hier ist ein Sniper-Rifle dabei, stark. Was nehmen wir da noch mit? Ah, ihr habt hier einen Pool. Und sammelt da Müll, statt da zu planschen. Das ist ja echt schade. Vergeudet, Leute. Oh Mann, ich loote zu viel. Ich weiß es ja auch, aber als ob man den Loot nicht mitnimmt. Hier, ja, eben, weg damit. Kann man da nicht einfach alles verschrotten, was nicht iconic ist? Nee. Oh Mann. Ja, okay, komm, mach mal Messer auch nochmal schnell. Ja, hier, weg damit, weg damit, weg damit. Wir müssen dringend mal unser Inventory leeren mit den ganzen Sachen, die ich nie benutze. Nie. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da was Wichtiges dabei ist. Ich meine, aus welchem Grund sollte ich denn irgendwas essen? Wir haben ja immer unsere Air-Hypos oder wie die Dinger auch heißen. Die hauen wir uns halt bei Gelegenheit rein und ansonsten brauche ich doch nichts zu fooden, um irgendwie Leben zu regenerieren oder so. Das ist absoluter Quatsch. Okay, ah ja, ich wollte ja zu dem Service Point. Ja, dann gucken wir uns das mal an, oder? Cyberpsycho. Ah nee, da ist der Service Point. Komme ich da nicht hoch? Ah, ich bleib da vorher so hängen und so. Ja, eben. Habe ich schon richtig eingeschätzt, gell? Yes. Okay, da kommen wir doch hoch, guckt mal. Ah nee, da bin ich doch vorher runter. Na, vielleicht schaffen wir es da drüben hoch. Könnte gerade so hinhauen, oder? Ja. Jetzt noch hier. Easy. Guck mal, richtig Parkour-Wie mittlerweile, ha? Huh? Oh yeah. Und da? Ja, easy. Da kommen wir auch easy rüber. Ja, Verzeihung. Die Straßenverkehrsordnung hier noch nicht ganz, wisst Bescheid. Noch nicht ganz drin. Easy. Okay. Wo ist unser Rattenziel? Da. Okay. Gibt es hier ein Service Pointo? Ja, da gibt es ein Service Pointo. Dann rein da. Easy, ha? Huh? Ah. Schön die Kehle befeuchten, den Körper hydrieren, den Geist des Wassers auch aufnehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe mir das zu Herzen genommen. Okay. Ah, let's go. Also, wie sieht's hier aus? Moin. Du hier? Ah? Brich in den... Hä? Das sollte doch aber nicht meine Quest sein. Ich wollte doch hier eine andere Quest machen. Huh? Hier war doch eine Nebenmission. Wo ist die hin? Hey, hier habe ich doch gerade safe eine Nebenmission angeklickt gehabt. Wo ist die hin? Okay, wild. Gibt's da noch irgendwo Nebenmission? Der Auftrag. Hier oben gibt's noch Cyberpsychos und eine Nebenmission. Ja, dann gehe ich halt dahin. Das ist doch jetzt Kokolores. Wo ist denn die Nebenmission jetzt hin verschwunden? Habe ich die jetzt on the fly einfach erledigt oder was ist da los? Ja, hier, guck mal. Let's go. Nit Dogs. Geh mal dahin. Jetzt will ich aber auch was sehen hier. Ne, eine ordentliche Nebenmission. Und danach machen wir die Cyberpsychos da noch nackig, oder? Kriegen wir eigentlich was dafür, wenn wir so alle Cyberpsychos gemacht? Kann man überhaupt alle machen? Spawnen die nach? Gibt's da immer mehr? Wie ist es da?
Könnte mir irgendwie beides vorstellen. Aber es gibt ja Aufträge für Regina Jones, oder? Das kann man doch gerade mal schnell nachgucken. Hier, Journal, wie war das da? Regina Jones. Finde und neutralisiere Cyberpsychos. 13 von 17. Alter, da sind wir bald durch. Ja, dann halten wir uns da mal ein bisschen ran, diese Episode, oder? Warum eigentlich nicht? Dieser Arm, er gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Alles kalter Stahl. Was ist passiert? Deine Implantate sehen etwas unfertig aus. Unfertig oder nicht, spielt keine Rolle. Ein Biku entehrt seinen Körper nicht mit Cybermodifikationen. Es ist gegen den Pratimoksha. Das alles, obwohl sie davon wussten. Für mich gibt es kein Zurück. Soll das heißen, dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Frechheit. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Das ist schon uncool, ja. Wo ist dein Bruder jetzt? Und dein Bruder? Ist er noch bei Ihnen? Ja. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Für deine edlen Motive bin ich dabei. Dass es nicht zu spät ist. Ich will nicht, dass er so endet wie ich. Ich helfe dir. Na gut, ich helfe. Aber das könnte eine fiese Nummer werden. Maelstrom macht keine Späße. Ach. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte hilf uns. Aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei. Versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus. Nördlich von hier gefangen. Easy. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Wie poetisch. Ein Mönch in Not. Das sollte in deine Heldensage kommen. Ja, das sehe was ich. Was willst genauso. Du machen? Im Schneidersitz meditieren? Bis sie tot umfallen, wollte er noch sagen. Nee, aber ich lass mir da schon was einfallen, glaub mir. Kriegen doch auch mal was ohne Blutvergießen hin, oder? Das sollte ich nicht zu laut sagen. Sonst bereue ich's nachher, aber... Bin guter Dinge, dass wir auch so mal was hinkriegen. Doch. Ja, noch einige Meter da vorne. Gucken wir uns die Geschichte doch mal an. Wir regeln das. Ja, richtig pazifistisch. Shit, da ist jemand! Shh. Nagelt den Fleischsack an die Wand! Okay, ich glaube, ohne Blutvergießen sieht schlecht aus. Ja, dann... Als ob die da was mitkriegen. Wir regeln die, bevor die eine Ahnung haben, was los ist. Verstecken bringt nichts! Hä, okay. Du hast das überlebt? Was ist mit dir nur los? Heute ist es gut buggy, habe ich das Gefühl, ha? Huh? Ist schon so. Stark. Hier seid ihr also drin, ha? Huh? Naja, scheint über uns zu sein. Neutralisiere die Gangmitglieder. Ja, ich soll sie auch neutralisieren. Ja, es gibt auch keinen anderen Weg, habe ich das Gefühl. Ist das eine Cam? Ist ja hier drauf irgendwie, oder? Ich komm dich jetzt suchen! Tu das. Ich komm dich abholen. Okay. Digga, was ist das für eine Glitscherei hier? Okay, das ist echt ein wilder Bug, oder? Kann ich dir jetzt noch Stealth KO? Ist nur eine Frage der Zeit! Bruder, du bist doch schon tot. Naja. Na, so richtig kampflos hat das jetzt nicht geklappt. Der Mönch da wird das auch alles andere als chillig finden, da bin ich mir sicher. Aber, na, mir macht gerade eher diese Glitcherei Sorgen. Also, ich finde, das ist kein wilder Glitch. Wisst ihr, wie ich meine? Der ist ja nicht schlimm, aber
dass es sich so häuft, finde ich gerade ein bisschen irre. Ich meine, haben wir sonst wenig bis eigentlich gar nicht gehabt, oder? Ah, moin. Oh fuck, jetzt wird gemordet! Ich mach's kurz und schmerzlos! Hat nicht so gut geklappt, ha? Ja, ja, die haben wir ausgelootet hier. Okay. Who's next? Gibt's noch jemanden? Oder wie sieht's hier aus? Sprich mit dem Mönch. Ja, mache ich gleich. Ich will nur noch schnell den ganzen Ort hier gesichert wissen. Easy. Bitte tu das nicht. Es verstößt gegen meinen Glauben. Bitte. Ich will das nicht. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Na, tut mir leid. Moin. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Was machst du dann hier? Was ist passiert? Dein Bruder schickt mich. Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombudders gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Danke, dass du mich gerettet hast. Aber mein Reben ist es nicht wert, dafür zu töten. Eine gute Tat rechtfertigt nicht das Leid, das du verursacht hast. Was du getan hast, war der Inbegriff des Bösen. Da hat er vollkommen recht. Dein Bruder war sympathischer. Naja, ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Nee, komm, dein Bruder wartet auf dich. Dein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier, auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Alles klar. Dann kann ich gehen. Alright, you do you, boy. Er ist es, der nun gerettet werden muss. Dass Mönche aber auch so undankbar sein können. Na, was heißt wie viele Mantras musst du beten, weil du seinen fleischlichen Arsch gerettet hast? All das Gelaber über gute und schlechte Menschen in der Welt nervt. Es gibt nur gute und schlechte Entscheidungen. Du musst eine gute getroffen haben. Sonst wäre dir nicht diese Schatzkiste voller Chrom in den Schoß gefallen. Mir gefällt, wie du das siehst. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich muss schon sagen, ich würde auch nicht wollen, dass jemand, um mich zu retten, fünf Leute tötet. Also da müsste schon viel passieren, dass ich danach dann irgendwie so sage, ah ja, chillig, fairer Tausch und so, ne? Weiß ich nicht. Ist natürlich immer so eine Sache, ja, ist immer leicht gesagt, ja, und wenn jemand deine Familie tötet, würdest du dich dann zurückhalten? Pff. Schwierig. Bis jetzt war das zum Glück noch nicht der Fall. Ne? Sagen wir es mal so. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, jetzt habe ich gerade alles geguckt, nur nicht, wie viel noch zum Level-Up fehlt. Gar nicht mehr viel. Okay, stark. Dann, ja. Gucken wir mal, ob hier in der Nähe noch die Cyberpsychos am Start sind. So war das doch, oder? Hier. Finde und neutralisiere den Cyberpsycho. Dann machen wir das mal noch, oder? Guck mal direkt, gibt es hier in der Nähe... Ja, das kann ich jetzt auch schnell cruisen, oder? Das cruisen wir schnell. Car? Car. Moin, Car. Easy, rein da. Dann let's go. So, gucken wir uns die Geschichte mal an. 950 Meter am Pier entlang brettern. Geil. Wird cool. Wer weiß, was hier auf dich wartet? Ich hab das Gefühl, ich weiß das. Ich meine, Cyberpsycho halt, oder? Wer kann das schon wissen? Ganz, ganz wilde, irre Frage, die sich niemand beantworten kann. Oh, da war es aber ganz schön squishy. War nochmal gut gerettet. Hä, wo geht's denn hier? Wo sind wir denn hier? Ja, moin. Papsi! Oh. Die müssen alle schnell weggeschnitten werden. Fleischwunde! Fleischwunde! Oh. Easy. Na? Kurz durchgeskated hier, wie man so schön sagt. Kleinen Kickflip gemacht. Mein Rollbrett hat sich so ein bisschen in den ihren Gesichtern verheddert. Nee, ist ja meine Karre, die da im Weg steht. Von wegen, wenn du da mal weggehst, dann kann ich da die Sache looten. So, guck mal, jetzt kann ich die Sache da tatsächlich looten und zwar gar nicht deine Schuld. Was haben wir denn da? Eine Machete? Irgendwie sowas? Ja, klasse, hab's erwischt. So. Ihr habt aber auch immer viel Zeug dabei, ne? Schon. Ups, jetzt brenne ich. Ja, ja, hat sich ruckzuck wieder eingekriegt. Okay, klasse. Sind das da vorne bestimmt auch Gegner, oder?
keine Gegner. Okay. Ja, Leute, kann ich euch nicht helfen hier, gell? Da wurde irgendwie die Straße blockiert. Ich weiß aber auch nicht warum. Damit habe ich nichts zu tun. Okay. Schleichen, Ausdauer verbrauchen beim Sprinten ist wild. Ist wild. Hätte ich auch gerne früher gewusst, bevor ich das geskillt hätte, aber ist okay. Ich komme damit gut klar, das passt schon. Sind das da Gegner? Ja, eben. Ich lass dich bluten! Echt? Los, los, du Wichser! Nur alle! Mhm. Easy. Lief doch, oder? Niemand mehr da? Niemand mehr da. Alles klar. Ja, ja, jetzt müssen wir echt bald mal noch Level Up sein, oder? Ist hier schön am Durchziehen, diese Episode. Einfach auch so mal ein bisschen in der Gegend rum. Das finde ich ganz stark. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht immer so, Level Up, aber dafür überlastet, ne? Wie immer. Wie immer. Okay, Leute, ich muss dringend... Na, ich sehe es ein. Anfang nächster Episode werden wir definitiv mal unseren ganzen Kladderadatsch verkaufen, den ich nie benutze. Ja, essen, trinken, alles weg damit. Wir sind ja immer instant voll hier. Ist ja richtig Quatsch. Okay, Leute, ich mache das jetzt nochmal schnell, denn ich muss ja auch irgendwo. Erhöht die Konstitution zufällig meine Carry-Weight? Leider nicht. Hätte ja sein können. Oh, goddammit, bin ganz kurz weg, gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Und weiter geht die Geschichte hier. Ah ja, stimmt. Deswegen ging die Geschichte auch gerade gar nicht mal so flüssig weiter. Denn wir haben hier schon wieder alles voll mit Waffen. Aber ich denke, ihr versteht schon den Punkt, oder? Dass ich natürlich die ganzen Item-Komponenten mitnehmen will. Ich denke, das ist an und für sich schon klug. Ich meine, wir wollen ja unsere Sachen uppen, oder? Da sind wir alle auf einem Dampfer. Wir wollen ja krasse Dinge. Und dafür brauchen wir halt hier diese Komponenten immer wieder und die kriegen wir ja hier auch tipptopp raus. So, klar, hier und da auch immer wieder mal Low-Way-Komponenten oder dergleichen, aber wisst Bescheid, haben wir ein Zielfernrohr? Alter, 20 Reichweite. Zusätzlicher Zoom, ja rein da. Cool, jetzt haben wir da eine Zielvorrichtung drauf. Alter, das ist ja irisch. Von Militech. Ah, sehr verrückt. Okay, dann gucken wir mal weiter. So, lieber Cyberpsycho, wo bist du denn? Wo geht hier was ab und mit wem? Das ist die Frage. Komme ich da rüber? Vielleicht von hier oben? Na, da springe ich wahrscheinlich da dagegen. Und jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr runter. Na, gehen wir hier lang, oder? So, guck mal da. Oh, oh. Verdammt, das war zu spät. Aber so geht das, oder? Ich würde sagen, ich hole einen raus und dann pinseln wir rein, oder? Kriegt euch ein, Leute, ne? Wo bist du, Schlucker? Was? Aha. Ja, genau. Wir nehmen den noch mit. Dann kriegt er noch. Oh ja. Komm, im Messer. Ja, ich wollte ihn eigentlich im Nahkampf im Messer machen, aber hat trotzdem geklappt. Ja, also ich muss sagen, die Messer-Action klappt zunehmend besser, oder? Verbesserungssplitter verleiht XP für die Fertigkeit Assassine. Stark. Bei den ganzen Splittern müsste ich durchaus mal reingucken. Da haben wir, glaube ich, ziemlich viel heißen Scheiß, den ich noch gar nicht so wirklich genutzt habe. Bringt uns bestimmt hier und da auch noch ein bisschen Zeug, oder? Ein paar Verbesserungssplitter oder sowas. Oder so Splitter, die technische Fähigkeit, also mein Tech-Deck-Speicher gewissermaßen erhöhen. Solche Geschichten sind bestimmt ganz cool eigentlich. Sowas war hier noch? Aha.
Ja, moin. Okay, klasse. Gucken wir mal weiter. Jetzt sind wir gleich bei unserem Cyberpsycho. Und dann wird das sicher gut, oder? Haben wir hier mal eine 5? Kein Bock, dass irgendwas abstürzt oder so. Oh yeah. Wie? In Northside ist gerade die Hölle los. Okay. Und jetzt haut Maelstrom offenbar schleunigst ab. Finde für mich raus, was da los ist. Okay, kann ich machen, ja. Wer hätte das gedacht? Was ist deine Mission jetzt? Den hat er stecken. Hat er eine Pumpe? Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Oh, ich darf mich nicht bewegen? Ich darf mich nicht bewegen. Ist ja gottlos. Weg hier. Ja, hoch da mit dir. Der Arsch. Dafür gesorgt, dass ich mich nicht bewegen darf. Ja, das ist ja verrückt. Ah, das ist mein Messer. Okay, dann kommt natürlich wieder das Katana raus. Man darf den Finisher ausführen. Ja, also, rein da. La mejor parte del día! Lass mich abziehen. Uff. Und wann darf ich wieder? Stecken. Und zwar like crazy. Easy. Haben wir geregelt. Tja, Freund Nase, nicht mit mir. Okay, cool. Jetzt liest den Splitter. Leb wohl des Angreifers aus. Okay. Dann lesen wir den mal aus hier. Tamara. Ja, da geht's um Liebe. Wissen wir Bescheid, ne? Schicke Regina Jones. Mach mal. Hier, guck mal, Regina. Haben wir geregelt, ne? Unser Junge war Valentina, nicht Maelstrom, okay. So ist der Junge nicht an der Reize. Ah ja, alles klar. Easy. Na, haben wir auch das geregelt hier. So, hat der hier noch irgendwo crazy Loot oder so? Sieht nicht so aus, oder? Was haben wir da noch? Stark. Was geht denn hier jetzt noch ab? Geht da noch was? Oh yeah. Okay, nee, sieht nicht so aus, gell? Scheint hier nichts mehr zu gehen. Alles klar. Dann hauen wir auch allmählich ab, oder? Würde ich mal behaupten. Komme ich hier jemals wieder raus? Ja, ich glaube, ich muss da hinten raus, oder? Ah, schaut mal hier. Achilles, Alter. Da geht dann auch ordentlich die Party ab. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Upsasa. Und wieder nach da hinten. Cool. Cool, das war doch jetzt lässig. Guck mal, hier geht auch noch was. Seht ihr mal, ne? Hätte ich sonst noch alles übersehen. Ist schon allein deswegen gelohnt, noch mal ein bisschen zu gucken. Alles klar. Hinten bei den Docks. Einfach geregelt. Brich in den Sicherheitsraum ein. Ich komme da doch nicht rein. Was soll ich denn tun? Was war denn das jetzt? Alter. Eigentlich wollte ich den erstmal noch looten, aber mit der Karre fahre ich gern. Das ist natürlich keine Frage. Was war jetzt denn mit dir schief? Was war denn noch seine Mission? Das ist eine Karre nach meinem Geschmack. Ne? Nicht zu schnell, nicht zu wild. Kann man geil driften. Uiuiui. Ui, ui. Also ich muss sagen, die Knife-Action, die gefällt mir schon sehr, sehr gut. Eieiei, der arme Junge. Der wurde vom Kindy abgeholt, bevor er überhaupt wusste, dass er im Kindy ist. Das ist ein klassischer Fall davon. Ja, diejenigen unter euch, die schon länger dabei sind, zum Beispiel seit Enderal, wissen genau, wovon ich spreche. Uiuiui, ui, ui, wurden die abgeholt. Sag mal, geht da nicht noch was?
Waren die hier unten? Stark, guck mal. Hallo! Immer du schlägst! War das so ein Sprung? Rattenkill? Jo, war's, oder? Alter, wir sind diese Episode ja viel zu cool. Ey, ich hab's Gefühl, ich weiß immer noch gar nichts über das Spiel irgendwie, oder? Ich mach hier so mein... Aber das hier weiß ich zur Genüge. Ja, well, Leute, dann, ich verschrott nochmal unser ganzes Zeug. Ich schreibe mir auch direkt auf hier, von wegen nächstes Mal richtig schönes Inventory lernen. Cyberpunk 2077, hier, zack, rein. Inventar aufräumen. Ausrufezeichen 1. Flamme. Na, so in der Art. Und damit wünsche ich euch ganz viel Ehre. Na, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst Liebe da. Bis dahin, euer P. Ade. Ey, was geht hier ab? Das Katana ist schon scharf und der Arm ist ab. Du kannst hier unten abonnieren. Das ist elegant. Ganz elegant.